Wer versteht, wie er das System da ausnutzen kann, der kann sich da Geld reinholen, das er eigentlich so nicht verdient hat. Sondern der Staat sagt halt, ich subventioniere jetzt mal einen gewissen Bereich. Nehmen wir den Bereich grüne Energie. Dieser Bereich, der würde nicht mal existieren, wenn er nicht massiv subventioniert wäre. Wie würde es aber, wenn wir nochmal den Fokus ein bisschen rausziehen? Ray Dalio hat ja auch sein Buch geschrieben, hast du wahrscheinlich sicherlich auch gelesen oder zumindest mal darüber was gelesen, nicht das Buch direkt, oder? Dass man immer diese Zyklen hat der Weltmächte. Mhm. Oder es war waren ja mal die Holländer oder die Niederländer sozusagen, dann die Briten waren sie ja, dann waren es die USA, ja. Jedes Mal halt auch mit der Weltleitwährung schlussendlich, jetzt ist der Dollar und so weiter. Und er beschreibt es ja auch in seinem Buch, dass die jetzigen Verhältnisse auf dem absteigenden Ast sind und eine ganz neue sicher. Generation kommt. Ja. Wie siehst du das? Das ist sehr spannend. Es gab ja auch die Osmanen, also auch die turkmenischen Völker hatten eine Weltmacht, die Perser and so on, die Römer. Ich denke, was einmal sehr spannend ist aktuell, ist, dass es bisher nur ein Volk bzw. eine Volksgruppe gibt, die zweimal in der Geschichte der Menschheit eine Weltmacht war. Das sind die Chinesen. Die waren das vor über 1000 Jahren und sie sind es jetzt wieder. Ich denke, das ist unbestreitbar so, ob sie jetzt die Weltmacht sind. Das ist der andere Punkt, das hatten wir gerade schon besprochen. Mhm. Ich sehe eine Zukunft mit verschiedenen Weltmächten. Eine ist definitiv auf dem absteigenden Ast. Ich denke, das ist für alle Leute ersichtlich. Das sind die Amerikaner. Das sehen sie selbst auch so. Wer amerikanische Politik mitverfolgt, das mahnen sie ja auch selbst an, wie sie spüren, dass sie im Land auf dem absteigenden Ast sind. Wenn wir uns anschauen, nur um ein Beispiel zu nennen, wie in US-Großstädten Städte zu Slums verkommen, San Francisco, Chicago, New York, Los Angeles. In Los Angeles, mein Bruder hat bis vor ein paar Jahren noch in Los Angeles gelebt. Das Gebäude, wo er gelebt hat, das ist jetzt unbewohnbar geworden. Da sind nur Fentanyl- und Heroinsüchtige dort. Dort liegt der Kot auf der Straße. Das sieht aus wie in einer Zombie-Apokalypse dort. Ja. San Francisco, Philadelphia, ganz, ganz furchtbar. Verschiedene Staaten, wo der Notstand ausgerufen ist, weil die eigenen pharmazeutischen Erzeugnisse, die sie nutzen, um ihr eigenes Volk damit zu vergiften, es ist ja nicht illegale Drogen, sondern es sind ja meistens Oxycontin, Fentanyl, also von der eigenen Pharmaindustrie, die Stoffe, die an die eigene Bevölkerung gegeben wird, die diese Bevölkerung einfach nur noch kaputt macht in einem atemberaubenden Tempo. Und diese Gegenden, die weiten sich ja aus. Also das frisst sich richtig gehend in die Urban Areas rein. Und das steht eigentlich immer für eine Gesellschaft auf dem absteigenden Ast. Ja. Und das sehen wir jetzt gerade. Wir sehen, dass die Chinesen sehr stark ankommen. Wir schauen uns nachher auch mal einen Chart an. Die Russen, die ja eigentlich hätten pleite sein sollen. Putin, glaube ich, schon 16 Mal verstorben. Der Rubel sollte hyperinflationiert sein. Die russische Wirtschaft am Boden. Wir sehen jetzt gerade, dass die russische Wirtschaft trotz der härtesten Sanktionen, die jemals auf ein Land auferlegt wurden, einen deutlich stärkeren Wirtschaftswachstum als die USA haben, einen 10-mal so hohen Wirtschaftswachstum wie die Deutschen. Also die Deutschen sind ganz, ganz hinten angelangt. Ja, also es ist, die Chinesen sagen ja eigentlich, sie wünschen sich gegenseitig immer, mögest du in spannenden Zeiten leben. Ich glaube, das können wir jetzt aktuell sagen. Ja, das ist wirklich spannend. Du hast ja auch eine Grafik mitgebracht, die können wir hier auch ganz kurz einblenden. Das war ja das Wirtschaftswachstum der G20-Staaten. Genau. Ich glaube, schlussendlich ist es auch wichtig, gerade aus Investorensicht, oder? Ja. Werden wir nachher noch genau darüber sprechen, auch wie ihr das Ganze analysiert und so weiter, oder? Es gibt die eine Sicht, das sind das Bauchgefühl, die Medien und so weiter, was irgendwas etwas sagen. Und dann gibt es die Realität, was an den Märkten wirklich passiert, oder? Und vielleicht willst du mal ganz kurz sagen, warum du diesen Chart auch mitgebracht hast. Ja, ich denke, gerade in Deutschland, dadurch, dass viele Menschen sich durch die Mainstream-Medien auch massiv manipulieren lassen, ist diese Grafik eigentlich komplett undenkbar. Sie dürfte nicht sein, denn eigentlich müsste es ja Deutschland, diesem reichen, wunderbaren Land, sehr, sehr gut gehen. Und wir haben ja ganz vorne mit dabei die Russen sanktioniert. Die Russen sind hier mit 4,9% Wirtschaftswachstum. Genau, vielleicht musst du ganz kurz sagen, hier sehen wir das Bruttoinlandsprodukt. Bruttoinlandsprodukt. Oder? Vom ersten halben Jahr 2023. Das bedeutet, wie viel dieses Land umgesetzt hat. Richtig, genau. Und übrigens finanzen.net, also das ist keine russische Quelle oder irgendwas, ne, falls wieder heißt, sondern das ist eine deutsche Quelle. Ja. Und dann sehen wir auf Platz Nummer 1 Indien, China, richtig. Dann kommt Indonesien, Russland, schon Platz 4, oder? BRICS-Staaten, ja, das ist jetzt der Gegenpol zur westlichen Welt. Mhm. Das ist das, was
das jetzt gegründet wurde und so stark wurde, war, weil wir dafür gesorgt haben, dass wir in einen Konflikt mit diesen Ländern gehen. Wir haben uns gegen sie positioniert. Die haben sich jetzt also quasi die größten Feinde der Amerikaner, der Russe und der Chinese, haben sie jetzt gezwungenermaßen zu besten Freunden werden lassen. Die hatten nur noch sich, um gegenseitig einen neuen Bund zu bieten. Die stechen hier hervor mit einem extrem hohen Wirtschaftswachstum. Dann hast du drunter die Türkei. Die Türkei steht jetzt gerade auch im immer größeren Konflikt. Dann haben wir Mexiko, die mit den Amerikanern immer mehr in Konflikt stehen. Brasilien, ein Teil der BRICS-Staaten. Und dann kommen erst die Amerikaner, aber mit immerhin noch 2,6%. Wenn wir dann ganz, 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 ganz runterschauen, auch noch mal weit tiefer als die Italiener, dann kommt good old Germany mit minus 0,2%. Und ich denke, da sind wir bei dem, was du gerade gesagt hast, die Realität. Ja? Realität ist, wir sind am Arsch. Ich denke, wenn man sich diesen Chart hier alleine anschaut, dann spricht es eine ganz klare Sprache. Wir können aber uns gerne auch noch den zweiten anschauen. Denn das andere Argument, das ja immer genannt wird, ist, wir sind ja eigentlich so ein reiches Land. Uns geht es ja so gut, weil die Bürger haben einen Wohlstand. Hier sehen wir die Entwicklung des Medianvermögens. Das ist also das Durchschnittsvermögen der Bürger. Einmal im Jahr 2000 und dann im Jahr 2022. Und wir sehen, dass beispielsweise an der Spitze ist Australien, Belgien, Hongkong und dann kommt auch schon an vierter Stelle die Schweiz. Waren im Jahr 2000 alle über 50.000, die Australier Medianvermögen über 75.000. Das hat sich massiv gesteigert jetzt im Jahr 2022. Und dann gehen wir ganz, 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 ganz runter in der Liste und sehen Deutschland mit 16.000 Medianvermögen im Jahr 2000. Und wir sind jetzt gerade angekommen im Jahr 2022 mit einem Medianvermögen bei 71.000, was immer noch günstiger oder weniger ist von der Summe her als die Australier, die Belgier vor 23 Jahren. Ja. Warum ist das so? Ich denke, das liegt daran, wenn man sich das Eigentumsverhältnis anschaut in Deutschland, wenn wir jetzt hier beim zweiten Chart bleiben, bei uns wird ja ganz viel gemietet noch. Ja? Also es gibt wenige, die besitzen, die sind auch sicher sehr vermögend. Also ich streite nicht ab, dass es sehr, sehr vermögende Menschen in diesem Land gibt, ganz ohne Frage. Und es gibt auch viele von ihnen. Aber die Schere geht eben extrem auseinander. Und der tunesische Philosoph Bushido hat es einmal gesagt. Der hat gesagt, hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts. Und genau das ist das, was es hier widerspiegelt. Ja? Also the have and the have-nots, sagt man auf Englisch. Die haben, konnten in der Niedrigzinsphase ihr Vermögen massiv hebeln, konnten sich immer mehr und mehr und mehr Immobilienbesitz aneignen. Und die Leute, die nicht liquide waren, die nicht die Möglichkeit hatten, sich einen Grundstock an Vermögen aufzubauen, die sind immer noch die Have-Nots und die knabbern jetzt erst recht, nachdem durch die Inflation Lebensmittelpreise und insgesamt die Preise massiv nach oben gestiegen sind, die haben jetzt massive Probleme. Also wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du, die Leute, also jetzt Deutschland ist bezüglich dem Bruttoinlandprodukt sehr schlecht unterwegs. Obwohl immer wieder in den Medien, hört man in deutschen Medien, oder? Uns geht es ja gut und so weiter und so fort, natürlich, oder? Ja. Und auch beim Einkommen ist Deutschland jetzt nicht an vorderster Front. Jetzt kann man auch sagen, okay, Deutschland ist ein bisschen günstiger zu leben als vielleicht andere Länder, oder? Vielleicht gleicht sich das aus. Jetzt habt ihr ja du bist ein Zahlenmensch, logischerweise, oder? Mit deinem Unternehmen auch. Die Ampel hat ja gerade... Also die Ampelregierung in Deutschland hat ja gerade ein bisschen Probleme, sagen wir mal so, oder mit dem Budget. Aber es heißt ja wieder, ja, wir müssen hier mehr Geld, mehr Steuern einnehmen und so weiter, weil wir es ausgeben müssen. Mhm. Hilft das nicht, die Subvention, die jetzt die Ampelpolitik auf den Weg bringt? Glaubst du nicht, dass das irgendwie einen positiven Effekt haben wird auf die Wirtschaft? Also ich halte nichts von Subventionen, denn Subventionen bedeutet ja, dass ich Steuergelder nehme, also Gelder, dass die Leute bereits an Steuern gezahlt haben und ich verteile es einfach nur um. Ja. Damit profitieren manche, die in der Lage sind, diese Subventionen nutzen zu können. Das sind meistens Wirtschaftskonglomerate, die dann ganz bewusst in solche Branchen reingehen. Ob das nun im energetischen Bereich ist, also Heizungsgeschäft, oder in anderen Bereichen, wo im Bau beispielsweise, wir könnten da über
Denkmalschutzgebäude. Da gibt es so viele Bereiche, wo es Sanktionen gibt. Wer versteht, wie er das System da ausnutzen kann, der kann sich da Geld reinholen, das er eigentlich so nicht verdient hat. Sondern der Staat sagt halt, ich subventioniere jetzt mal einen gewissen Bereich. Nehmen wir den Bereich grüne Energie. Dieser Bereich, der würde nicht mal existieren, wenn er nicht massiv subventioniert wäre. Sprich, an sich, wenn wir von Wirtschaftlichkeit sprechen, dann muss etwas auf eigenen Beinen stehen, und zwar feste Beine. Ja? Sprich, dass ich die Basis habe, um durch meine eigene Tätigkeit, meine eigenen Wirtschaftsmöglichkeiten selbst mich aufzubauen. Nicht, weil der Staat mich durch künstliches Überleben quasi am Leben hält. Ja? Also durch eine extra Finanzspritze, das ist ja eine Subvention. Mhm. Und so ist das, so sehen wir das sehr stark. Der Staat, der subventioniert immer mehr, dann versucht er, die Gastronomen zu subventionieren. Jetzt geht er mit der Mehrwertsteuer von 12% auf 19% wieder hoch. Das ist, ich halte das für sehr schwierig. Und wenn wir jetzt die Situation anschauen mit der Ampelregierung, das sind ja Schattenhaushalte. Deswegen ist das ganze Ding ja jetzt kollabiert. Man muss sich vorstellen, normalerweise sollte es eine Buchhaltung geben, die ist transparent für alle zu sehen. Man sollte korrekt wirtschaften, also möglichst mehr einnehmen, als man ausgibt. Wir haben ja Rekordeinnahmen auf der steuerlichen Seite in den letzten Jahren gehabt, jedes Jahr neue Rekordeinnahmen. Das heißt, wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben nur das massivste Ausgabenproblem überhaupt, weil wir es uns zu einem regelrechten Fetisch gemacht haben, mit dem Schaufelbagger Geld aus dem Fenster rauszuschmeißen. Ja? Also you name the country, und ich sage dir, wie viele Milliarden wir jedes Jahr dorthin zahlen. Kein Mensch weiß warum. Ja, also bei uns, die Krankenhäuser sind alt, über die Schulen müssen wir nicht mal reden. Wir haben massive Probleme im pädagogischen Bereich. Das heißt also, die innere Struktur zerfällt, und gleichzeitig geben wir Multimilliarden ins Ausland raus, während wir dann auch noch die Leute aus dem Ausland hier aufnehmen, die wir dann auch noch mal voll alimentieren. Es ist also ein toxischer Misch. Nochmal. Es ist also eine toxische Mixtur, die mehrere Giftstoffe drin hat. Es ist nicht mal nur einer, wo du sagst, das nehmen wir hier raus, sondern du hast unterschiedliche Fehlbewegungen, die sich in den letzten Jahren gegeben haben, die immer weitergeführt werden. Nehmen wir beispielsweise grenzenlose Migration, die immer weitergeführt wird. Die Kommunen rufen um Hilfe, sagen, wir können nicht mehr Leute aufnehmen. Es geht nicht. Wir haben nicht den Wohnraum, wir haben nicht das Geld, wir haben nicht die Kapazitäten auf der Beamtenseite. Die ganzen Ämter sind komplett überfüllt, und es wird trotzdem einfach weitergemacht. Ja. Das ist das, was mich immer wieder erstaunt, auch aus Schweizer Sicht, oder? Ich meine, wir waren ja vorher kurz was essen, haben ja auch darüber gesprochen, dass wir in der Schweiz ja bewusst auch schwache Politiker eher bevorzugen, weil die machen weniger Quatsch, oder? Dann sind sie zwar da, aber ja, richten nicht so viel Schaden an. Respektive, wir haben ja diese direkte Demokratie, wo wir als Bürger ja auch Gegensteuer geben können, genau. Oder? Und ich frage mich immer wieder, also soweit ich das ja verstehe, jetzt aus Schweizer Sicht, ich möchte mir auch nicht anmaßen, dass ich hier den Deutschen irgendwelche Tipps geben müsste oder so, aber ihr habt ja, wenn ich das richtig verstehe, die Ampelpolitik, die Politik, die wird gewählt, die Regierenden, die sind dann an der Macht, 4 Jahre und so weiter, dann können die Bürger nichts machen, oder? Mhm. Aber die wurden gewählt von verschiedenen Personen und so weiter, und was ich mich dann immer wieder frage, ja, kann man da wirklich nichts machen? Gibt es da nichts? Wie gesagt, bei uns gibt es Volksinitiativen, ganz dagegen steuern und so weiter. Gibt es in Deutschland wirklich nichts? Weil die Leute sind ja frustriert. Und ich merke es bei dir ja auch, ein gewisser Frust schwingt da ja auch mit, oder? Kann man da wirklich nichts tun? Ja, ich denke, tun kann man vieles. Nur ist der Deutsche nicht gerade dafür bekannt, aufzustehen und sich dagegen aufzulehnen. Ja? Nehmen wir als Beispiel Irland jetzt gerade. Da gab es in den letzten Tagen, Dublin hat gebrannt quasi, ja, brennt wahrscheinlich in Teilen immer noch. Da gab es wieder ganz böse Messerstecherei, da sind mehrere Menschen, auch Kinder umgekommen, die von gewissen Elementen abgestochen worden sind. Und dann merkt die Regierung jetzt, wir sollten jetzt ganz schnell was machen, weil jetzt brennen die Gebäude und die Autos um uns herum. Der Frust der Menschen materialisiert sich quasi in der Realität mit Feuer und Wut. Der Deutsche. Aber warum ist das so? Warum? Ich denke, das ist einmal hat das etwas mit einem gewissen kulturellen Hintergrund zu tun. Wir sind jetzt nicht so heißblütig, vielleicht wie als Beispiel jetzt Südländer, aber natürlich auch mit Widerstand ist aberzogen worden. Ja?
Es ist eine Resignation. Wir haben definitiv eine Resignationshaltung in diesem Land. Alle Leute, völlig egal, welchem politischen Spektrum sie zuzurechnen sind. Ich kenne niemanden gerade, der sagt, hurra, das ist ja so wunderbar, was bei uns abläuft. Niemand, absolut niemand. Da kannst du von ganz links zu ganz rechts. Aber es ist nicht so, dass die sagen, du hast ja die Frage gestellt, was könnte man machen? Dieses Schauspiel könnte in einer Woche beendet sein, Generalstreik. Ja? Ganze Branchen lahmlegen, bumm, Ende, dann war's das. Dann wird... Das ist, so könntest du übrigens jede Regierung auf der ganzen Welt sofort ausschalten. Bloß die Menschen sind sich in der Masse ihrer Macht eigentlich nicht bewusst. Ja? Mhm. Und sie sollen sich dessen auch gar nicht bewusst sein. Ja? Wenn ich führe, dann will ich doch nicht, dass ich den Menschen eine Anleitung gebe, wie sie meinen Führungsanspruch untergraben können. Ja? Sondern ich will, dass sie willfährige Lakaien sind, die einfach nur runterschlucken. Und diese Situation haben wir. Und die Leute sagen halt alle, beim nächsten Mal, wenn wir dann wählen, dann werden wir anders wählen. Ja, jetzt, das merke ich ganz extrem, dass Leute, die sich vor einem Jahr noch eher den Arm abgehackt hätten, als einer gewissen Partei die Stimme zu geben, die sagen jetzt, gar, bei der nächsten Wahl 100% wähle ich jetzt nur noch so und so. Ja. Mhm. Und das wäre undenkbar gewesen noch bis vor kurzem. Das sieht man schon, da tut sich jetzt extrem viel, weil die Leute so extrem frustriert sind. Wohlgemerkt, am Ende des Tages haben sie sich als allererstes mal diese Parteien gewählt, die dieses Schlamassel überhaupt, ich würde sagen, fortgeführt haben. Ich gehöre nicht zu denen, die jetzt sagen, Ampelregierungen, die sind an allem schuld, weil das waren 16 Jahre Merkel davor, wo absolut nichts getan wurde. Wenn wir uns nur den Zustand unserer Bundeswehr anschauen, Hälfte der Panzer funktioniert nicht, Hälfte der Helikopter funktioniert nicht, keine Munition. Sigmar Gabriel sagt, im Kriegsfall hat Deutschland für einen Tag Munition. Ein Tag. Also, wenn ihr Schweizer euch mal überlegt, das reicht euch mit Deutschland Invasion. Ja. Ich weiß nicht, wie viel wir da dagegen setzen könnten. Ja. Und deswegen, das ist ja, die sind ja Zustände, die sind nicht seit gestern da, die sind auch nicht erst seit der letzten Wahlperiode da, sondern die sind durch über ein Jahrzehnt mit Merkel, wo einfach wegschauen, weitermachen, von der Substanz abtragen. Das haben auch die Charts ja hier gezeigt. Das ist ein ständiges von der Substanz abtragen. Und diese Substanz war da. Wir waren ein sehr, sehr starkes Land. Wir waren die vierte große Wirtschaftsmacht auf der Welt. Und das braucht natürlich auch eine Zeit lang, bis du die gute Substanz abträgst. Aber jetzt ganz gerade sogar merkt man genau, wie es mit der Ampel steht, kurz vor dem Zerbersten. Geld ist nicht mehr da, die Kommunen sind vor dem Bankrott. Also jetzt. Aber jetzt glaubst du effektiv, wenn eine neue Partei an die Macht kommt, welcher immer das ist, mit anderen Ideen, die sie jetzt versprechen und sagen, das und das machen wir, werden die das wirklich durchziehen? Glaubst du das wirklich? Wenn wir der Quote nachgehen, dann muss es ganz klar Nein heißen, weil Politiker machen grundsätzlich nicht das, was sie sagen. Ja? Sie sind Weltmeister im Versprechen und gleichzeitig auch Weltmeister im Vergessen, nachdem sie es gesagt haben. Also von dem ab, wenn wir einfach nur sagen, wenn es so weitergeht wie bisher, dann glaube ich nicht daran, dass sich irgendwas Großartiges tut. Wenn wir jetzt jedoch, du sagst ja, die wirklich mal was anderes machen werden. Gehen wir mal davon aus, es kommt eine andere Ideologie und somit machen die was anderes. Mehr Versagen als jetzt gerade ist quasi nicht mehr möglich. Deswegen, wenn die nur die Hälfte an Versagern sind, geht es dem Land schon doppelt so gut. Ja? Also ich denke, so drastisch muss man das mal ausdrücken. Es ist ja egal, in welchem Bereich du schaust, die US-Medien, die internationalen Medien, die gucken dieses Land nur noch an, egal wo ich hingehe im Ausland, die sagen alle, was ist denn bei euch los? Ja? Ihr habt ja den letzten Funken an Verstand verloren. Und deswegen ist es vielleicht eher so eine Sache, wenn du jetzt eine Regierung hast, die nicht mehr nur ihren Primärfokus auf die Zerstörung der Wirtschaft hat, die Atomkraft abzuschalten, während wir keine gesicherte Energie haben, sämtliche Strukturen gleichzeitig abzubauen, dann wird es schon wieder eine Aufbruchstimmung geben. Okay, also wenn ich das ein bisschen zusammenfasse und sage, okay, in Deutschland eben eine Regierung, die ein bisschen weniger Quatsch macht wie die jetzige, ist schon ein Gewinn fürs Land. Absolut. Und die Methode, die du siehst, die theoretisch möglich wäre, wenn die Leute das auch, ja, den Mut dazu hätten, wären theoretisch Generalstreiks, um sozusagen zu sagen, hey, Politik, wie ihr das macht, geht gar nicht, weil ihr handelt ja nicht von euch aus, aber das wäre jetzt eine Methode, weil ich glaube, die Leute, die hören das ja auch mittlerweile, die wissen das ja auch, oder? Und ich glaube, es ist auch wichtig, mal ein paar Gedanken mitzugeben, ja, was kann man überhaupt machen, oder? Ja, also ich bin, wie gesagt, ich rufe
Das möchte ich jetzt auch gleich, Disclaimer, ich rufe nicht zur Revolution auf. Ganz wichtig, genau. Nee, aber das ist ja keine neue Idee oder so. Wenn die Menschen in der Masse die Arbeit niederlegen würden, dann würde die Wirtschaft zum Stillstand kommen. Und wenn die Wirtschaft zum Stillstand kommt, dann ist es ganz schnell aus. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn eine Woche lang der Strom ausfallen würde. Nach 4 Tagen herrscht Anarchie. Ja. Und das wäre dort ganz ähnlich. Und dann würden die Menschen das politische System zwingen. Jedoch ist das doch, das Individuum hat immer Angst um sein Einzelschicksal. Ja? Und der Deutsche sagt, hofft lieber, bitte, bitte, dass noch irgendwie alles gut wird. Aber Hauptsache, ich sitze in meinem kleinen, gemachten Nest, von dem ich, oder in der Illusion, dass das noch sicher wäre. Nichts ist sicher, also ich glaube grundsätzlich nicht an Sicherheit. Es gibt keine Sicherheit, ich kann jetzt aus der Tür rauslaufen, auf eine Bananenschale ausrutschen und bin tot. Ja. Es gibt nur gefühlte Sicherheit, ja. Die gefühlte Sicherheit meines sicheren Jobs. Wir sehen gerade, wie Branchen auseinanderbrechen. Was vor 3 Jahren noch sicher war, ist jetzt nicht mehr sicher. Also die wirkliche, wenn ich mir so etwas wie Sicherheit schaffen möchte, dann muss ich quasi mein Schicksal selber in die Hand nehmen. Ich habe das für mich vor vielen Jahren als selbstständiger Unternehmer die Entscheidung getroffen, weil ich sagen wollte, ich möchte, wenn ich da was in die Maschine reinstecke, dass dann da rauskommt, was rauskommt. Und je mehr ich da reinstecke, desto mehr kommt da raus. Ja. Mhm. Das ist meine Form gewesen, mir vermeintliche Sicherheit zu schaffen. Mhm. Das geht aber am Ende auch nur, wenn wir als Bevölkerung die Hände wieder zusammennehmen, nicht gespalten, wie wir sind. Jeder ist neidisch auf den anderen. Nicht nur Neid, sondern auch misstraut sich gegenseitig. Ja? Wir haben politisch total eine extrem tiefe Spaltung drin. Ja? Wenn das überwunden wird und die Leute wieder gemeinsam auftreten. Du willst noch eine Folge schauen, dann klick jetzt hier. Oder für das ganze Interview, klick jetzt hier.